Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich freue mich auf eure Anrufe. Mein Name ist Katrin Mücke. Ich bin für euch aus Hamburg angereist. Ich bin ein hellfühlendes Kartenmedium. Ich bin jemand, der die Füße auf der Erde hat und die Antennen nach oben. Denn ich bin der Meinung, wir leben hier, wir können unser Bauchgefühl mit einbringen, wir können Karten mit einbringen, Energien, was auch immer. Aber wir als Menschen oder ich als Mensch und du, wir können dazu beitragen, wirklich, dass wir glücklich sind und zufrieden sind. Und wir sitzen nicht da und sollten auch nicht da sitzen und einfach immer nur drauf warten. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe keine Kraft mehr, kein Problem. Da kann ich dich anschieben, aber ich kann dir das nicht aus der Hand nehmen, weil es deine Aufgabe ist, deine Übung ist, aber auch das Tolle ist, dass du selber so viel Macht in deinen Händen hältst, so viel Dreher in dein Leben zu bringen, so viel Freude, so viel Anerkennung, so viel Neues von ausprobieren. Wir müssen nicht auf irgendjemanden warten. Egal ob in der Family, egal ob eine neue Arbeitsstelle, ein neuer Geliebter, eine neue Geliebte, wie auch immer. Wir können wirklich eintauchen. Und ich habe wirklich so viele schon gehabt, die gesagt haben, Mensch, Katrin, wann ist denn endlich, wann ist denn das? Das passiert nicht von alleine. Wenn ich rausgehe, teilhabe, gucke, mache, dann bewegt sich mein Leben. Wenn ich stehen bleibe, bleibt alles stehen. Ja, wir fangen kurz und herzlich an mit der Aura-Reinigung, Herzöffnung oder Harmonisierung. Natürlich kannst du auch eine Frage stellen oder eine Entscheidungsfrage. Ja, ich bin da. Hier sind ganz viele Energien, die nur darauf warten, den Besitzer nicht zu wechseln, sondern zu ihrem Besitzer zu kommen. Das habe ich von Hamburg schon eingerichtet. Ja, und ich kann sagen, wir starten jetzt einfach mal. Zwischendurch erzähle ich immer noch mal was von mir, nicht unbedingt, weil ich meine, so muss man das machen oder so soll das oder ich bin jetzt super klasse, sondern einfach als Beispiel dafür, wie man Dinge verändern kann oder auch wenn das Zappen finster ist, Wege nach draußen findet. Dafür sind die Energien zum Beispiel auch wahnsinnig gut. Ja, jetzt bin ich eine ganze Stunde für euch da. Und voller Freude, das ist meine zweite Sendestunde heute. Und ich darf meinen ersten Anrufer begrüßen. Wen darf ich hier begrüßen? Ja, hallo Katrin, hier ist die Maria. Hallo, ja. Hallo, ich hätte gerne das Wichtigste. Ja, guck ich dir sofort. Ruhe, meine Liebe. Nimm mal den Stress raus und vor allen Dingen von den anderen. Lass dich nicht stressen, sondern guck wirklich, was für dich wichtig ist, was du brauchst, aber auch tatsächlich. Ausruhen, hinlegen, ausruhen, auch tatsächlich ein bisschen einfach mal schlafen, die Beine bummeln lassen, einen schönen Film gucken. Da bietet sich der erste Advent vielleicht auch besonders gut an für dich. Ne? Mach wirklich, weil... Genau so läuft das heute. Ja, sehr schön. Alles richtig gemacht, Maria. Weiter so. Das ist wirklich wichtig. Viele überschätzen das. Ja, gut gemacht. Drei Pluspunkte für dich, Maria. Fast hättest du die Waschmaschine gewonnen. Nein, Scherz. Ja, dann drücke ich dir die Daumen. Alles Liebe dir. Ne? Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, das ist, ja, wenn viele denken immer Ruhe, Ruhe. Ja, das ist auch wichtig. Wen darf ich hier begrüßen? Hallo, hier ist Edith. Einen schönen guten Nachmittag und fröhlichen ersten Advent. Dankeschön, ebenso. Was machst Danke. Du an deinem schönen Tag? Ja, ich mache eigentlich mein Kontor so ein bisschen, aber nur. Ah, okay. Ja, und trinke da schon eine Tasse Kakao zu. Das ja, ich ist habe genau eine richtig. Frage. Ja. Und zwar habe ich einen langjährigen Lieblingsmenschen in Nordafrika, der hat immer viel zu tun, der besitzt mehrere Hotels. Aber jetzt habe ich den im Juni das letzte Mal gesehen, zwischendurch mal ein paar Mal telefoniert. Aber
irgendwie erscheint er mir zu ernst. Ich weiß nicht, da war ein Stalker diesmal, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, von mir da, wie er das rausgekriegt hat. Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Interessiert mich nicht, hat mein Unwille auch deutlich gemacht. Was möchtest du wissen, ob der wieder auf dich... Ich möchte wissen, ob die Atmosphäre da kippt, ob das sich verändert. Die Atmosphäre jetzt zwischen euch? Ja. Ja, also pass auf, der kommt hier wieder auf dich zu. Im Moment sind es Verstrickungen, Verzögerungen, Umwege. In der Vergangenheit muss es irgendetwas von schlechten Energien, Unklarheiten gegeben haben. Aber er kommt ganz klar wieder auf dich zu. Mit uns Unklarheiten. Ja, oder überhaupt Unklarheiten. Also hier liegt in der Vergangenheit die Unklarheit. Bei dir liegen so ein bisschen die Hindernisse. Aber guck mal, wenn du hier drauf guckst, hier kommen schon neue Nachrichten. Er liegt mit den Neuanfängen und du kannst das einfach auf dich zukommen lassen. Ne? Alles klar. Alles Liebe dir. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, liegt auch die Heilung drauf. Ja, ist schon klar. Ein wunderschön. Hier ist Katrin Mücke. Ja, hier ist die Petra, hallo. Hallo, ja. Ich möchte mal fragen, wann ich den richtigen Mann kennenlerne. Da wollen wir doch mal gucken. Also wann ist ja auch immer eine Geschichte, wann du rausgehst und so weiter. Ich habe hier bei dir die Sense liegen, das heißt mit dem Plötzlichen. Ich glaube sogar, dass das einer über den Freundeskreis ist, der die Veränderung in die richtige Richtung bringt. Und das kann schon innerhalb der nächsten 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate sein. Aber bitte raus und guck mal so ein bisschen in deinem Freundeskreis. Alles Liebe dir. Gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, manchmal sieht man auch Hindernisse, ne, wenn jemand nicht rausgeht oder einfach die ganze Zeit schlecht gelaunt ist. Wie auch immer, aber das gebe ich alles mit. Das ist nicht die Frage. Ja, wer gerade dazugekommen ist, wen darf ich denn begrüßen? Ja, hallo, hier ist die Edith. Hallo. Ja. Eine Frage. Mein Sohn, das Haus, wo er jetzt drinnen wohnt, das wird verkauft. Kann er da drin wohnen bleiben oder muss er ausziehen? Pass auf, machen wir eine Entscheidungsfrage. Dann sehen wir das. Ja, bitte. Also das hängt einmal von der Miete ab, ja. Er wird nur eine Zeit lang da drin noch bleiben. Das sieht man Neuanfänge. Aber letztendlich wird er ausziehen. Mhm. Ne? Vielen Dank. Tschüss. Gerne. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Manchmal ist es auch gut, weil nicht nur eine neue Wohnung, sondern es bedeutet auch wirklich immer einen neuen Abschnitt. Ja. Ja, wer ist mein nächster Gast? Wen darf ich hier begrüßen? Kurz und herzlich, das bin ich. Ich glaube, ich bin wirklich ein recht freundlicher Mensch. Wen darf ich hier begrüßen? Moin, liebste Katrin. Hi! Na? Durchgekommen. Ja, toll. Ich wünsche mir das Wichtigste. Was schaue ich dir? Das Wichtigste. Bitte? Das Wichtigste. Ah, das Wichtigste. Du, mein Ohrstöpsel ist verrutscht, Entschuldigung. Guck mal, das passt 1000%ig zu dir. Wachstum. Bitte gönn dir Auszeiten, lass es sacken. Triff deine Entscheidungen langsam. Ich fange hier schon an zu lallen. Das ist auch das Wichtigste. Es wächst in dir. Weißt du, das ist diese Karma-Geschichte, ne? Bei dir ist abgrenzen, Nein sagen, dich in den Mittelpunkt rücken, durch die Vergangenheit nicht mehr triggern lassen. Und deswegen wächst du und das kann dir ja keiner abnehmen. Aber wir beide wissen, das machst du sowieso klasse. Alles Liebe dir. Dir auch, schöne tschüss. Zeit. Tschüss. Tschüss, du, tschüss. Ja, Mensch, ich bin doch gar nicht dazu gekommen, dich grüßen zu lassen. Einen wunderschönen, wen darf ich hier begrüßen? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich auch. Hier ist die Veronika. Hallo, was schaue ich dir? Hallo, ich hätte gern das Wichtigste. Ja, bitte. Gerne. Also, das Glück, das heißt nicht, dass du jetzt überall noch neues Glück dazu kriegst, sondern dass du wirklich die Augen aufhältst nach dem, was in deinem Leben schon Glück ist, was es schon verspricht. Auch das Glück, was du in dir trägst. Und auch für andere Menschen wirklich das Glück bist, in Gesprächen, in aufmunternden Worten. Die kommen ja dann immer alle zu dir, ne? Also, und du darfst wirklich auch glücklich sein. Gönn dir das, ne? Alles Liebe dir. Tschüss, du. Ich danke von Herzen, danke. Gerne, tschüss. Ja, die mische ich jetzt mal. Vorhin hatten wir andauernd, obwohl der Mischerei Humor. Bin gespannt, wie das hier weitergeht. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass ich die eigentlich mal wegtun wollte, habe ich dann aber doch nicht. Und jetzt ist gut.
Ja, meine Lieben, wenn ihr mitmachen möchtet, im unteren Bereich ist das Laufband. Da stehen unsere Mitmachregeln. Ja, was ich euch hier bieten kann, ist eine Aura-Reinigung, Herzöffnung, Harmonisierung. Das darf ich auch bei anderen Menschen machen. Alles andere ist ein Eingriff, das mache ich auch nicht. Aber das mache ich sehr gerne. Ich beantworte auch deine Frage selbstverständlich. Oder ist das besser oder das? Oder eben die Lady, die gefragt hat, kann er drin wohnen bleiben, ja oder nein? Da kann man auch ganz klar Dinge sehen. Und das Tolle ist, wir haben hier ja auch Kameraleute, Frauen, ganz tolle Frauen und auch Männer, die auch immer mal drauf zeigen, dass ihr das auch mal mitschauen könnt, dass ihr vielleicht noch was lernen möchtet. Und wen darf ich jetzt begrüßen? Ich grüße recht herzlich. Mein Name ist Veronika. Ja? Und auch ich würde mich über das Wichtigste freuen. Du redest so, als ob wir in einem Vorstellungsgespräch. Ja, also, das ja ist kommen. Schön, dass du dich darüber freust. Auch für dich gilt, nicht nur das Glück im Außen zu sehen, sondern auch wirklich, was für ein Glück du für andere Menschen bist. Mit deiner witzigen und zackigen Art, ja, bringst du auch überall frischen Wind rein von Menschen, die wirklich schon halbwegs eingeschlafen sind. Und dann kommt Veronika daher und das ist Sturm angezeigt. Man lacht, man tut und so weiter. Aber vergiss deine eigene Schönheit auch nicht. Nimm dir dafür auch Auszeiten. Alles Liebe dir. Das Tschüss. Werde ich beherzigen. Eine Gut. schöne Sendung und danke. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, das Plätzchen ist leer. Ach so, ja genau. Meine Zamperlkarten habe ich in der letzten Stunde gar nicht gezeigt. Das ist, wie ich meine Beratung mache, nämlich mit den Füßen auf der Erde und den Antennen nach oben. Das ist mir ganz wichtig. Das ist ein kleiner Troll, der gerne futtert. Und der aber trotzdem also nicht nur Freude im Leben hat, sondern auch Dinge einfließen lässt, aber auch für sich ist und für sich guckt, wie geht's mir, was mache ich, was möchte ich. Der sagt auch nicht immer gleich, mein Bauch muss weg, sondern der genießt und freut sich des Lebens. Und das ist einfach, dafür sind wir da. Wir sind nicht nur hier, um ständig zu grübeln oder Lernaufgaben zu haben. Wen darf ich begrüßen? Ja, hallo, ich bin die Marlene. Ich habe eine Frage. Ja? Wann kommt nochmal ein ehrlicher Lebenspartner auf mich zu? Ach, ein ehrlicher meinst du, ne? Ja. Ein ehrlichen, richtigen, ja. Ja, ich meine, das geht ja auch die über den Weg laufen. Kontakte liegen hier schon, ja. Du bist aber auch so ein bisschen missmutig. Ja, hier liegt so das ganz Vorsichtige. Schick das einfach mal klar nach oben ab. Versuch das Alte noch ein bisschen beiseite zu schieben. Der wird übrigens schicksalhaft zu dir geführt. Das heißt, die da oben möchten das. Aber geh weg von dem Kopfkino, ja. Das okay. entwickelt sich langsam. Aber deine Gewitterwolken müssen wirklich raus, ja. Ja. Das ist ganz wichtig bei dir. Sonst verzögert sich das. Es ist wichtig, dass du genießt, umso schneller passiert es. Das ist deine Zeitangabe. Genießen und Freude haben. Tschüss, du. Okay. Tschüss. Super, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ja, mein Plätzchen ist frei. Und wen darf ich begrüßen? Ja, hallo, hier ist die Monika. Hallo. Ja? Ich hätte gern die Harmonisierung, bitte. Für welche Person? Für mich. Für dich? Für ja. dich habe ich eher das Thema Eigenliebe. Okay. Soll ich mal? Ja, bitte. Ja, ist gut. Du siehst das ja eher als ich. Ja, aber du weißt auch schon im Grunde genommen so viel, was für dich gut ist. Fang an, das umzusetzen. Mach es. Das ist wichtig. Die ersten kleinen Schritte, dann wird das leichter und die Schritte größer. Alles Liebe dir. Ja, tschüss, danke dir. Gerne, tschüss. Fließt auch noch ein Weilchen weiter. Kann sein, dass du erst ein bisschen müde bist und dass es dann nach oben geht. Kann auch sein, dass du dich gleich befreit fühlst und ein paar Kilo leichter. Von der Energie her meinte ich jetzt natürlich. Solche Sachen passieren da. Und gebt eure Verantwortung nicht ab. Ihr habt oft schon gutes Gefühl für euch selber. Wen darf ich begrüßen?
Hallo, grüß dich. Ich habe mal. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So wirklich voran. Und der macht auch in seinem Leben gerade eine Phase durch, die ihn total erschüttert hat. Bitte geh's langsam an. Ihr habt beide im Moment, kommt ihr nicht auf, also raus aus euch. Da bitte selber für dich mal in die Offenheit gehen, die Dinge ansprechen. Partnerschaft sehe ich noch nicht, sondern das Lernen, offen zu werden und Dinge anzusprechen und auszusprechen, auch die Wünsche. Ne? Ja, alles Liebe dir. Ja, tschüss, danke ebenso. Tschüss. Ja, wen habe ich jetzt bei mir? Hallo. Hallo. Ja. Hier ist die Ingrid, hallo. Ich hätte gerne das Wichtigste, bitte. Ja, gucke ich mir an. Ja, auch du. Das Glück, wirklich zweideutig gesehen. Einmal, dass du auch überhaupt mal siehst, was du für andere machst, wie wichtig du bist, dass du dir das mal bewusst machst. Du bist auch Glück. Und dann aber auch zu gucken, was habe ich denn eigentlich alles? Was ist denn um mich herum? Woran darf ich denn Freude haben? Oder woran kann ich Freude haben? Da ist so viel, worüber du dich freuen könntest. Und dann merke ich auch gleich, dass du viel freier in dein Leben gehst. Ne? Mhm. Alles Liebe dir. Tschüss. Das stimmt. Vielen Dank. Danke gerne. Schön. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja, das ist so. Wirklich raus und machen, dann wächst alles. Ein wunderschön. Wen habe ich hier in der Leitung? Liebe Katrin, hier ist die Annette. Ich grüße dich. Na, ja? Ich hätte gern das Wichtigste. Ja? Warum hast du da so Angst vor? Ich bin gerade etwas mit dir, Unsicherheiten behaftet, wo ich nicht genau weiß, ja, wo aber sie bei herkommen. Dir ist es wirklich die Höflichkeit zu sehen, auch wie die Menschen mit dir umgehen, weil das stärkt dich auf deinem Weg, weil ich musste hier auch einfach noch ein Krafttier ziehen. Es geht bei dir um Prioritäten, dass du wirklich da weitergehst. Dafür hast du den Falken. Aber geh höflich mit dir um und die Menschen, die nicht höflich mit dir sind, kick die aus deinem Leben. Ja? Ganz wichtig. Alles Liebe dir. Okay, danke, tschüss. Katrin. Tschüss. Ein wunderschön, hier ist Katrin Mücke. Ja, einen wunderschönen ersten Advent. Ach ja, ich vergesse das immer. Mein Name ist Gabi und ich hätte gerne, was so auf mich zukommt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ausdrücken soll. Du weißt nicht, in welcher Runde wir sind. Wir kennen uns aber, ne? Nee. Echt nicht? Nee. Hätte ich 1.000 Euro drauf gewettet, nein. Nee, aber... Ich kann mich nicht erinnern. Wir sind in der kurzen Frage, ja? Und deswegen kann ich dir das auch nur kurz beantworten. Das andere wäre die große Runde, ja? Ja. Bei dir liegt Thema Weiterbildung und eine Hinfahrt dahin sozusagen, ja? Guck dir das an. Hier liegen neue Kontakte. Du wirst Neues lernen. Im Übrigen hast du auch heilende Hände. Probier das gerne mal aus, ja? Und auch das Thema Abgrenzen und Nein sagen und gesunder Egoismus. Also was du lernen willst, mach das, ja? Wird mit dem Plötzlichen und Spontanen auf dich zukommen. Alles Liebe dir. Aha, danke schön, gleichfalls. Danke schön, tschüss. Ja. Und da könnte schon der Nächste sein. Ja, das ist jetzt meine zweite Stunde. Meine lieben Zuschauer, ich bin für dich, für euch aus Hamburg angereist und verlasse mich immer mehr auch auf Führung. Führung heißt nicht, dass mich jemand an die Hand nimmt und mir alles erklärt und alles zeigt, wo das Glück ist, sondern das geht über meine Gefühle, das geht tatsächlich über Zeitung aufschlagen und da steht genau das, was Sie gerade wissen müssen, brauchen, was Ihnen Aufschluss gibt über bestimmte Dinge oder was Sie ermuntert. Sie machen den Fernseher an oder du oder ich neulich und kriegt da einen Satz, wo ich sagte, ja, genau so ist es und nicht anders. Und das war vorher ein Thema für mich, was mich wirklich ganz doll runtergedrückt hat, was schon über Monate ging und wo ich einfach auch selber nicht mal zu mir gesagt habe, hallo, guck da mal hin.
Und so kommt das und so ist das. Das sind Glitzersteine, Zeitungsartikel, eine Freundin, die neben dir geht und gerade in ihr Handy etwas sagt oder jemand ganz Fremdes. Also kann das kommen. Bitte beachtet das Laufband, meine Lieben. Und ich kann einfach mal sagen, wir können das ausführlicher machen. Ich merke einfach, dass, was ist da noch, was ist da noch, was ist da noch? Hinter dem Thema steckt ein Thema und deswegen nicht kurz und herzlich. Also das Herzliche lassen wir, ganz klar. Aber wir müssen nicht nur die Herzöffnung machen oder Harmonisierung oder Aura-Reinigung. Das ist eine Wunschrunde jetzt. Das heißt, du kannst dir einen Stift nehmen und einen Zettel. Ich sag dir, was mich hier anfliegt, auch über die Karten. In Verbundenheit, das ist ja auch oft eine Öffnung. Manchmal also brauche ich die auch einfach gar nicht, weil ich da sehe, das steht hinter allem einfach. Denn wenn du dazu stehst, dass dein Gefühl richtig ist, dass dein Bauchgefühl klasse ist, dass du dich darauf verlassen kannst, dann würdest du auch nicht denken, ah nein, ich kann den jetzt hier nicht stehen lassen, das kostet mich zwar Energie und ach, irgendwie bin ich total genervt und nachher gehe ich wie eine leere Plastiktüte nach Hause, sondern wirklich, okay, Alarm. Mein Körper will weg, mir wird kalt, es wird dunkler. Es kommt einem dann auch wirklich so vor oder leichte Übelkeit. Dann sagen du, sorry, ich habe keine Zeit, ich muss mal weiter. Oder auch einfach mal sagen, du, ich möchte mir deine Jammergeschichte nicht länger anhören. Und je mehr wir bei uns sind, im Gefühl sind, das heißt nicht, dass wir jetzt hartherzig werden oder sonst was, aber desto glücklicher sind wir im Leben, weil wir gucken, womit beschäftigen wir uns, was gibt uns Energie, wo geben wir Liebe, Wärme auch selber raus oder Höflichkeit. Also ich finde, das macht so viel, wenn man höflich, nett miteinander umgeht. Ich bin manchmal auch wirklich sauer und das Erste, was mir einfällt, ist du alte Kellerkakerlake oder Kellerassel, wo ich denke, so, was geht in den Köpfen ab einfach? Es ist mir manchmal unbegreiflich, aber ich möchte nicht auch in diese Schiene gehen, weil das macht einfach Spaß. Man lacht so viel, spricht sich an, lacht über Vergangenheit, die ist plötzlich ähnlich, fragt einfach nach dem Weg und kommt auf was ganz anderes. Das ist einfach toll, dafür ist das Leben da, dafür ist Lebendigkeit da. Das sind auch tolle Ablenkungsgeschichten. Wenn du mit deinem Karma da gerade, Lernaufgabe, Karma hört sich auch immer so dramatisch an, wenn du einfach nicht verstehst, jetzt habe ich wieder so eine Freundin, die mich einfach ausnutzt die ganze Zeit und wieder habe ich gedacht, jetzt habe ich die Richtige. Du hast aber im ersten Moment schon gespürt, irgendwas ist komisch, aber naja, man muss es ja ausprobieren. Nein, muss man nicht. Wenn du das Werkzeug hast, ein gutes Bauchgefühl zu haben, dann sag dir und tschüss. Viele sagen zu mir, Katrin, dann habe ich gar keine Freunde. Dann nicht, aber es kommen neue. Einen wunderschönen, hier ist Katrin Mücke. Ja, ist doch noch mal die Gabi. Na, was machen wir? Ja, ich habe jetzt gesehen... Ich verstehe dich gerade gar nicht. Nochmal bitte. Ich hätte gern den tiefen Blick, wenn es geht. Ja, das können wir machen, gerne. Da gucke ich doch mal hin, was ja bei dir so Sache ist, meine Liebe. Ne? Ja, das wäre schön. Also ausruhen ist bei dir auch wirklich ganz, also nicht nur, dass es dir gut geht, sondern wirklich, dass dein Kopfkino aufhört, weil je mehr du grübelst, desto weniger kriegst du auch Klarheit. Ja, ja. Ja. Und du steckst wirklich in einer Lebensveränderung, die dir ganz viel inneren Frieden bringt und die auch ganz klar was mit deinen eigenen Entscheidung zu tun hat. Ja? Übrigens bist du selber eine Person schon festgestellt, dass wenn du irgendetwas anfasst, deine Hände kribbeln? Also nicht bewusst, nein. Achte da mal drauf, bitte. Du hast das schon mitgebracht, ja, die heilenden Hände. Das gefällt mir super gut. Probier das aus. Egal, ob du einen Kuchen backen willst, halt die Kuchenform zwischen deinen Händen. Du merkst, der schmeckt aromatisch viel besser. Ja, ja, da lacht sie. Das stimmt. Und hör auf zu grübeln. Und gesunder Egoismus ist bei dir auch das A und O. Neuanfänge durch Abgrenzen. Auch dein inneres Kind möchte Albernheiten, Quatsch machen. Ich habe hier Engel, Elfen liegen. Wirklich, tu alles, was dir Spaß macht. Das ist das A und O bei dir. Vor allen Dingen, du hast den Reiter am Lebensbaum. Immer aktiv sein, damit du keine komischen Gefühle kriegst. Das ist super wichtig. Freundschaften ist wichtig. Dich nicht ausnutzen lassen ist
ist wichtig, innere Harmonie und auch dich über die Familie nicht ausnutzen lassen, auch draußen nicht über Gespräche und. Das ist eins deiner karmischen Themen. Alles Liebe dir. Oh, tschüss, du. Wunderbar. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Und probier das aus mit den heilenden Händen. Das ist wirklich absolut wahr, wenn ich das sage. Ich denke mir hier nichts aus. Oh, Wunschrunde anonym. Das ist doch noch eine Steigerung hier. Wir steigern uns und das schon in der zweiten Stunde, meine Lieben. Ja, die, die gerade dazugeschaltet haben, das sind ja, die wollen auch mal so ein bisschen zu Wort kommen. Unsere Harfenisten, die im Flur sitzen und immer auf ihr Zeichen warten. Ja, die gerade sich dazugeschaltet haben. Mein Name ist Katrin Mücke. Ich bin aus Hamburg angereist. Ich denke, das hört man auch ganz deutlich. Ich bin seit 2007 immer mal wieder dabei. Mal längere Pausen, mal kürzere. Und wenn ich da bin, mache ich das wirklich sehr gerne. Es macht mir ganz viel Spaß. Ich habe selber ganz heftige Sachen durchgemacht und habe auch in allen Punkten, bin ich auch nicht perfekt, hadere ich auch mit mir oder diskutiere. Aber weil ich eben auch so viel mitgemacht habe und durchgemacht habe und erfahren habe, weiß ich einfach, wie man auch mit vielen Dingen umgehen kann. Und ich kann dich auch zum Beispiel energetisch unterstützen, indem ich dir einen Kick gebe, dass du wieder in deine Kraft kommst, dass du wieder in die Fröhlichkeit gehst, dass du wieder leichter wirst. Oder ich mache deine Aura sauber, ich cleare deine Aura. Ich mache auch sonst Clearings, Wohnungsclearings, Personenclearings. Aber das kann ich nicht hier auf die Schnelle machen, möchte ich auch nicht, weil dazu gehört auch ein bisschen mehr Wissen. Da kann dir auch selbst nach der Aura-Reinigung ein bisschen schwindelig sein. Bitte immer viel Wasser trinken und auch viel an die frische Luft gehen. Das ist sowieso immer klasse. Und ich gebe dir alles mit, was ich reinbekomme. Wenn ich mal ein bisschen schneller spreche, dann fühle ich das einfach, das fließt durch. Das fließt am besten, wenn euer Fernsehton aus ist, wenn ihr hier anruft. Sonst bin ich immer rausgerissen und muss wieder anfangen. Wenn ich erstmal drin bin, denke ich nicht mehr, sondern dann fließt es. Und das ist das Beste für dich da draußen. Und wenn ich mal, manches Mal habe ich hier jemanden, der sagt, oh, hast du keine Botschaft für mich, dann ist das wirklich auch so der Hinweis für dich. Gar nicht, du findest hier nicht genug Beachtung von mir, sondern bitte, du hast das selber in dir. Du weißt das, fang endlich damit an. Wir haben ja schon viele Hinweise und Schubser gegeben. Ich habe das früher auch nicht für voll genommen. Als ich bestimmte Sachen wissen wollte, mussten erst 3 Zeichen kommen, bevor ich das verstanden habe. Aber es geschehen ständig Zeichen und wir brauchen einfach nur hingucken. Also egal, ob wir auf jemanden treffen, der schlechte Energien hat, der uns nur ausnutzen will oder fies oder gemein ist und seinen Ballast abladen will, oder ob das jemand ist, der uns sieht, der uns wahrnimmt und merkt, die ist, hätte ich mal Lust oder da könnte man mal oder so. Ne, wirklich achtet auf euer Bauchgefühl. Ihr könnt das wirklich ausbilden, indem ihr darauf reagiert. Und wirklich dann seht, siehst du, das war gut, das war richtig gut. Und dann auch noch mal vielleicht Danke nach oben sagen, egal ob zum Universum oder zu den Engeln oder zu deinem Geistführer, höhere Kräfte, vollkommen wurscht. Aber wenn wir Danke sagen, öffnet sich noch viel mehr. Und auch wenn ich jemandem die Tür aufhalte und der mich anlacht und sagt, ach, das ist ja schön, so, das finde ich ja, ach Mensch, das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Ich freue mich auch. Ich mache das jetzt nicht, damit sowas kommt, aber ich finde, das ist ein natürlicher Umgang einfach. Und ich habe auch schon mal gehört, wenn mir einer die Tür so richtig vor der Nase zugeknallt hat, dass ich fast dagegen gerannt wäre und dass eigentlich nichts anderes übrig blieb. Also selber 2 Hände. So, Vielen Dank auch. Mit dem würde ich sicherlich keinen Kaffee trinken und kein Schwätzchen halten, auf gar keinen Fall. Ja, davon sollten wir uns entfernt halten. Also achte auf dein Bauchgefühl, achte auch auf dich. Klar, Torte, Fleisch, was auch immer du magst, aber auch immer gucken so. Ich merke das immer daran wirklich, dass eine Schranke runtergeht. Ich hatte früher gar kein Sättigungsgefühl, weil ich immer gezwungen wurde. Ich musste alles aufessen, sonst gab es Schläge oder Erpressung oder wie auch immer. Das habe ich über die Jahre gar nicht weggekriegt, dieses Verinnerlichte, ich muss das aufessen. Und ich finde, das ist ein tolles Gefühl. Ist so, hier ist eine Grenze, dein Körper will gar nicht mehr. Oder ich hatte jetzt das Stückchen Torte, irgendwie würde ich gerne weiter essen, aber ich mache gar nicht mehr. Kannst ganz toll mit dir üben. Wen darf ich hier begrüßen?
Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Bist, ja, was Negativenergien anbelangt, Getratsche, Gejammer, ja, Salzbaden ist bei dir ein ganz tolles Ding, zieht ganz viel raus, die Menschen kommen gerne zu dir, die holen sich über die Gespräche, über deine Augen, über deine Berührung, holen die sich deine Kraft und Energie, ja, du bist auch jemand, der in die Öffentlichkeit gehört, bist du schon richtig in der Öffentlichkeit? Super. Nee, das ist keine Blockade. Du hast Energieverlust und da ist das einfach mal, dass du dich ausruhen solltest, ganz einfach. Ne, wenn ich in die Siebenerzählung gehe, habe ich den Fuchs mit der Sonne und das heißt, du hast ganz viel Energie draußen verloren. Die muss erstmal gesammelt werden, da ist nicht wirklich... Ja, nee, der Mann ist das mit schlechten Energien, aber du lässt dich auch nervös machen und du zweifelst auch hier, da und dort muss ich das so, so oder so. Geh in die Führung, sag zu denen da oben, zeigt mir den Weg, weil du hast eine klasse Führung, absolut und total, selber auch eine ganz alte Seele, das wirst du gut hinkriegen. Das ist ja echt ein krisegrimmeliger Typ. Also... ganz schlechte Energien. Pass auf, wenn du magst, ziehe ich dir noch mal den Schleier raus. Aber ich muss zum Ende kommen, ne? Alles Liebe dir. Tschüss, tschüss. Das läuft noch, meine Liebe. Brauchst keine Angst haben, dass ich das abbreche. Ja, aber du weißt das alles so wunderbar und das liegt da auch so. Und ich habe dir gesagt, du gehörst in die Öffentlichkeit und du bist auf dem Weg. Und natürlich, wenn da solche Bomben zerplatzen, dauert das ein bisschen, das ist doch klar. Wir denken immer höher, schneller, weiter, ist aber nicht so. Die Ruhephasen oder die künstlerischen Pausen oder wie man das auch immer nennt, die gehören einfach dazu. Also ich bin ganz lange Zeiten auch alleine mit mir. Ich brauche das, ich will das. Ich mag nicht immer Menschen um mich haben. Ich bin Flohmarktgänger auch und wenn ich merke, jemand steht so vor meiner Nase und ich merke die Energien, dann kann ich wirklich Reis ausnehmen. Mach das, was dir gefällt, was gut ist. Lass dir da nicht reinreden. Das ist nichts Falsches, wenn du das Bedürfnis hast, alleine zu sein oder alleine wegzugehen oder wie auch immer. Und wenn du sagst, ja, mir ist schon ein Mann so oft und so lange vorausgesagt worden. Und wenn ich dann sage, ja, du gehst doch nicht raus. Ja, alleine. Fang in kleinen Schritten an und steigere dich dann. Das Glück muss Chancen haben, die Weiterbildung oder auch, dass du sagst, oh, das ist spannend, das ist toll. Aber wenn du nur zu Hause sitzt und grübelst und grübelst und grübelst, dann verändert sich ja nichts. Aber wenn du anfängst, ist mir jetzt egal, ich fahre jetzt einfach mal Fahrrad. Oder ich weiß gar nicht, was ich will, ich gehe jetzt einfach mal los. Das geht Schritt für Schritt. Der erste Schritt, dann kommt der zweite Schritt und dann merkst du, ach, in dieser Gegend bin ich. Da wollte ich doch schon immer mal in die Buchhandlung. Oder da wollte ich doch schon immer diese Delikatesse mal. Oder da soll es den tollen Eisladen geben. Anfangen und leben und nicht warten, das ist wirklich das Zauberwort. Und ich höre hier so oft, gib mir mein Highlight. Gibt es natürlich auch, dass wir auf nette Menschen treffen. Aber du kannst dich so selber beschenken, weil du hast so viel Macht in der Hand. Das Wort Verantwortung, finde ich, ist immer so schwer, so tragend. Aber du hast die Macht. Du kannst was mit dir machen. Du kannst dich so schön machen, dass du dich wohlfühlst. Du kannst dir neue Projekte in Aussicht stellen. Du kannst sportlich, ich habe damals angefangen zu laufen, als meine Kinder klein waren, weil ich einfach dieses in Ruhe was für mich machen, im Fluss sein einfach haben wollte. Und plötzlich habe ich einen 5-Kilometer-Lauf gemacht, das wurde immer mehr und dachte ich, die sind doch verrückt, da haben sie denn in der Umkleidekabine Halbmarathon und Marathon. Das steigert sich doch und das macht tolle Gefühle. Wen darf ich hier begrüßen? Na, hallo! Ja? Du, weißt du was? Sag doch, nimm das mit, sag mir warum oder was ist damit los? Dann stehst du viel besser da, als wenn ich dir sage, das steht dahinter, das steht dahinter, das steht dahinter.
Also Fakt ist, da gibt das jemand anderes an seiner Seite, ja. Und da ist wirklich bei dir dein Thema. Du hast den Teufel hier liegen. Das heißt nicht, dass du böse bist, um Gottes Willen, sondern das heißt, dass du das Thema loslassen hast. Lass den da stehen, wo er steht. Der hat von dir gut deine Unterstützung genommen, weil du ja auch immer alles so nett verteilst. Guck mal hier, da liegen die Gespräche, du gibst Energie raus, du gibst Kraft raus, du hast tolle Impulse, gibst du alles mit. Die Menschen trinken deine Energie, dann gehen sie fröhlich von dann, ja, kannst du alles nicht mehr gebrauchen. Lass das mal so stehen und gib mal wirklich in die Geistwelt das Universum. Gib das mal ab und sag, guck mal, hier ist wirklich das Loslassen auch angezeigt. Fällt dir ganz doll schwer. Du bist doch auch geführt. Du hast hier wirklich auch, das kannst du auch selber machen. Schreib dir mal auf einen Zettel neue Kraft, neue Energie. Die Kraft, Nein zu sagen und zu gehen. Bei dir liegen so viele Neuanfänge über Grenzen setzen, Nein sagen, zum Abschluss bringen. Lass das mal. Hier ist wirklich erstmal ist finito für die ganze nächste Zeit. Lass das da so stehen und guck, warum lasse ich das nicht aus meinem Leben erstmal? Ne? Du, noch mal ein Briefchen und noch mal ein Briefchen. Das ist wirklich sowas wie Co-Abhängigkeit. Lass die Finger davon. Du hast so tolle Energien. Ne? Alles Liebe dir. Tschüss, du. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Ja, das ist schon besser, gleich eine Frage zu stellen. Ich nehme das mit, ich gucke mir genau das Thema an. Und gerade auch Menschen mit einem Wahnsinnsfeingefühl werden immer mal gerne ausgenutzt. Du weißt doch, du fühlst doch, da ist doch. Die Menschen fühlen sich wohl hinterher. Die haben dann, das kann man natürlich auch machen, wenn man eine tolle Freundschaft hat, um Gottes Willen, selbstverständlich. Aber wenn das immer wieder jemand ist, der immer wieder nur nimmt und nicht im Ausgleich ist, dann ist das wirklich auch Zeit, einfach mal zu gehen und da stehen zu lassen und da nicht noch hinterher zu gehen und zu sagen, ja, warum denn? Und guck doch mal und wir hatten doch und so. Nee. Habe ich da was von? Was war da? Waren wir im Ausgleich? Ach, ich habe Angst, alleine zu sein. Nee. Was soll man mit so einem Menschen? Da bist du doch schon alleine. Du gibst alles raus. Was hast du davon? Gar nichts. Und neue Freundschaften können sich aufbauen über ein neues Hobby, eine neue Sportart und, und. Ich habe damals dann wirklich angefangen, mehrfach Marathon zu laufen. Ich habe Kinder im Laufen trainiert. Plötzlich, die haben mir überall zugenickt und haben Daumen hoch, als ich mit meinen kleinen Zwergen... Meine Tochter war nicht mal ganz 7 Jahre alt, da ist sie 5 Kilometer gelaufen. Nicht, weil ich sie dazu gezwungen habe, sondern weil wir das als Familie gemacht haben. Und das hat super Spaß gemacht. Und irgendwann sagte mein Sohn zu mir, Mama, jetzt laufe ich Marathon, das hast du gemacht. Das mache ich jetzt auch. Aber ich meine, der ist sowieso sportlich, der trainiert gar nichts und ist ständig gut. Könnte vom Stuntman über sonst was machen. Aber ja, der wird mal richtig... Das ist schon so mit unseren Fruchtzwergen. Wir sehen sie ja immer als Mama noch klein und groß mit den kleinen dicken Beinchen, als sie so klein und speckig waren und ich so gerne da reingebissen habe. Und dann, wenn sie größer werden und das sich auseinanderrechnet und man gerade noch mal durch die Haare strubbeln darf, wenn man Glück hat, abgesehen natürlich von den liebevollen Umarmungen. Ja, das ist schon spannend und ich finde auch das Leben zurückgewinnen, wenn die für mich den Teil, den ich dafür verwendet habe, gerne verwendet habe für meine Kinder, ist wirklich auch ein lachendes, ein weinendes Auge. Die Lebensphasen sind irgendwie alle klasse, finde ich. Und da macht sich wieder so viel auf und so viel. Man sieht, was die mitgenommen haben. Oder auch, wenn ich zu meiner Tochter sage, boah, das ist ja toll, wie hast du das denn hingekriegt? Mama, das hast du mir gezeigt. Das ist Grafik, wie es glänzt, wie es runder aussieht. Und ich, ja, wir haben immer gebastelt. Erinnerst du dich? Ja, stimmt. Habe ich alles schon vergessen. Das sind die Glückspunkte, Erinnerungen, die uns Kraft geben. Auch einer. Wen darf ich hier begrüßen? Das gibt Mücken, die sind nicht unterzukriegen. Ja, ganz genau. Ja. Ja. Der war gut. Bitte? Ich verstehe dich. Ja, das...
Das ist erheitert, das finde ich gut. Ja, es geht bei dir, du wirst es mir ja wieder nicht glauben, nach wie vor auch um wirklich die Dinge sich einfach mal entwickeln lassen, einfach mal in dein Bauchgefühl. Ich habe bei dir noch so viel Kindlichkeit, die du gar nicht lebst. Ich weiß, du sagst jetzt wieder, Katrin, ich lache doch so viel. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn du hier dein eigener Freund bist mit Lachen und nicht über einen Witz, sondern was richtig ins Herz geht, ja, dann öffnen sich bei dir noch ganz andere Dinge. Ich sehe hier deine Spiritualität. Ich sehe hier aber auch ganz tiefe Selbstzweifel, wo du sagst, na, habe ich nicht, habe ich gar nicht. Doch, hast du, sieht man ja hier, die sind durch deine Familie gekommen und deswegen bist du so muss man das und das und das. Du hast ja auch ganz viel Erfolg, auch das sieht man ja. Aber hier ist noch ganz viel machbar, gerade mit deinem inneren Kind. Bitte ganz viel Quatsch machen, ja? Ich weiß, aber ich sehe das ja so, man kann das hier bunt auf weiß sehen, deswegen gebe ich dir das mit, dass dir das nochmal so einen Schubser gibt und übe noch mehr mit deiner Gedankenkraft. Auch da hast du noch ein totales Potenzial. Alles Liebe dir, bis dahin, tschüss. Ja, ich weiß, beeindruckend, das ist dein Thema. Ja, meine Lieben, ich lache auch mal gerne, dass auch in dieser Kälte das noch Mücken gibt, die fliegen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass mein Aszendent Widder ist. Aber ich mag wirklich keine Kälte. Also Winter kann sich gehackt legen. Witzigerweise ist meine Tochter da ganz anders. Mein Sohn liebt, glaube ich, auch so die Übergänge und den Sommer. Aber meine Tochter, ich weiß auch nicht. Nein, ich habe nichts mit dir falsch gemacht, Lilly. Und das ist auch alles gut. Dabei kriegt sie im Sommer so fantastische Sommersprossen. Da freue ich mich über jede einzelne. Und grüne Augen, als auch blaue, leuchten im Sommer wahnsinnig. Also ganz, ja, wie ihr da draußen merkt, ich liebe meine Kinder ohne Anfang und ohne Ende. Und das hat nichts damit zu tun, dass bei uns immer Hutschi-Gutschi war. Wir sind auch schon durch die ein oder andere Hölle gegangen zusammen. Aber die Liebe ist so tief und ich finde auch ganz ehrlich, man kann ein Geschwisterkind oder ein Geschwister, mein Bruder habe ich wahnsinnig geliebt, den habe ich auch ohne Anspruch geliebt. Aber Liebe zum Kind, das ist wirklich noch was ganz anderes, das kann ich gar nicht beschreiben, aber dafür würde ich wirklich sonst was machen. Und auch das Verzeihen funktioniert einfach richtig klasse. Auch nicht ohne Wenn und Aber, aber das ist schon toll, Erfahrung zu machen in allen Lebensbereichen, die anders sind als partnerschaftlich oder mit den eigenen Eltern oder die hätten Eltern sein sollen. Ich finde, das Leben beantwortet viele Fragen, wenn wir so sagen, ich möchte gerne das oder ich möchte gerne das oder das möchte ich gerne noch kennenlernen. Wichtig ist, neugierig zu bleiben und wichtig ist, mir Raum zu geben oder dir selber Raum zu geben und deinen Kindern auch Raum zu geben, wenn die sich mal nicht melden oder wenn irgendwie was ist. Das ist alles wichtig. Und auch nicht mit jemandem, den wir gerade neu kennengelernt haben, alles sofort regeln zu wollen, sondern zu genießen, zu lachen, Quatsch zu machen, wo ist dieser Mensch ähnlich wie ich oder wo knallt das richtig oder wo ist es richtig intensiv und richtig schön. Das ist, ne, da kommt keiner, der unsere Wünsche von A bis Z erfüllt, sondern jeder ist ein eigenes Individuum und mal ist es super toll und mal entstehen Pausen. Ich habe Freunde, die ich schon seit Tausenden von Jahren kenne. Ich sehe die manchmal wirklich jahrelang nicht. Und trotzdem, wir sehen uns wieder und das ist ein Püt und eine Pan, wie wir so sagen. Das passt einfach, das ist so und es ist einfach eine Bereicherung. Und trotzdem gibt es mich aber auch und ich gehe meinen Weg und ich möchte auch nicht ständig jemanden haben, der mir zeigt, da geht's lang, so musst du das machen oder so, sondern ich möchte auch ausprobieren. Ja, ich weiß gar nicht, das Laufband bitte immer beachten im unteren Bereich, liebe Zuschauer. Damit du auch zu mir kommen kannst, denn das sind unsere Mitmachregeln. Mein Name ist Katrin Mücke, angereist aus Hamburg. Ich denke, das hört man ganz deutlich. Jetzt ist meine zweite Stunde. Wunschrunde anonym. Und auch da bin ich, wie in den ersten Beratungen, immer mit dem Herzen dabei. Ganz klar. Auch wenn ich dich manchmal rüttel oder dir was
Doofes sagen muss oder was jetzt nicht so toll ist. Wen darf ich begrüßen? Na, die ja. Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Die Kummer- und Sorgenkarte. Fakt, da musst du husten, das passt dir nicht mehr, ne? Das kann ich gut verstehen. Ist auch wirklich so. Wichtig ist wirklich, achte mal auf deine Träume. Du kriegst so viele Hinweise, du brauchst gar nicht so viel grübeln. Du brauchst auch eigentlich nur losflitzen und machen. Du kriegst dein ganzes Input. Veränder dich nicht, verdreh dich nicht. Du hast in der Vergangenheit viel, um auch Thema Mann, jemanden zu gefallen, ganz viel reingegeben. Ja, lass die Finger davon. Du übst gerade Abgrenzen und Nein sagen. Bleib dabei. Ja, du wächst hier sehr schön, ganz, ganz toll. Immer von dir abschneiden und dich nicht ständig hinterfragen, darf ich das so, so oder so oder ich erkläre es nochmal, sonst hängst du mir wieder in einer toxischen Beziehung fest, also wo du nicht im Ausgleich bist, ja, das ist super wichtig und arbeite bitte ein bisschen mehr mit der Geistwelt zusammen, du kriegst ganz oder Universum, was auch immer du sagen magst, du kriegst so klare Zeichen und Hinweise, also ich bitte dich, ne, alles Liebe dir, nimm die mal an, ja. Dankeschön. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, da kann ich natürlich noch weiter erzählen, aber wir haben ja immer so ein kleines Paket. Das ist ja auch nett verschnürt und ich gebe ja auch alles mit. Aber trotzdem ist dann natürlich mal ein Ende. Ja, meine Lieben, Wunschrunde anonym. Auch wenn du sagst, Mensch, guck doch mal, ich würde mich gerne trennen oder gerne kündigen, ist es der richtige Schritt, dann gucke ich da einfach kurz rein und kann dir da noch den Energiekick drauf geben, dass du wirklich weißt, aha, alles klar, ich kann jetzt hier weitergehen, ich kann jetzt hier weitermachen. Ich habe jetzt von Katrin Mücke noch mal ein ordentliches Büdelchen mit Kraft gekriegt und jetzt geht das wieder weiter. Oder du sagst, ich habe das Gefühl, ich denke nur noch negativ, dann ziehe ich dir den grauen Schleier weg. Vielleicht kriege ich dazu auch noch eine Information, warum und wieso. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass der dann wegkommt, dass du merkst, so, ach ja, das könnte ich doch auch noch mal oder das wäre gut. Was du auch machen könntest, ist wirklich für dich anzufangen, wirklich nicht alles zu horten. Vielleicht passt mir die Hose noch mal eines schönen Tages oder das Geschenk war von Tante Hertha. Wenn du das nicht mehr magst, nicht mehr willst, weg damit. Weil es ist wirklich Gerümpel des Alltags. Das hält alles Energien fest. Ja? Ich habe ganz wenig aus der Vergangenheit. Ich wechsle auch so immer mal so zwischendurch. Ich habe ein paar Lieblingssachen, die gebe ich nicht her. Aber das macht eine Offenheit. Zu gucken, was ist da noch? Dieses Festhalten, so dieses Horten, dann ist alles vollgestellt, dann ist alles voll. Dann hast du auch keinen Raum für neue Ideen. Und es ist wirklich so, wenn du anfängst, wegzuwerfen, zu verschenken, zu verkaufen, ist das wirklich so, dass du neue Ideen entwickelst. Sie kommen von ganz alleine. Und dann hast du so viele Glückspunkte. Dann hast du so viele Highlights. Du bist stolz auf dich. Du hast plötzlich ein ganz anderes Kontingent an Finanzen, weil du das auf irgendeiner Plattform verkauft hast. Du merkst, das liegt mir. Du siehst vielleicht noch, ich kann gut chinschen, ich kann gut handeln. Und du schenkst dir damit so viel. Da brauchst du nicht irgendwie jemand, der dir von außen was Nettes sagt. Das wirst du sogar merken, kriegst du noch zusätzlich dazu. Denn alles, was du dir gibst, heilt ganz tief in dir drin. Und wenn das geheilt ist, kriegst du genau das im Außen. Und was nicht geheilt ist, kriegst du auch alles im Außen, weil das immer wieder heißt, schau da bitte hin, das kannst du noch heilen, da kannst du noch Fortschritte machen, da darfst du noch gesund egoistischer werden und, und. Im Laufe der Tage werde ich euch auch noch so ein paar knifflige Sachen erzählen über die Thymusdrüse und was wir damit machen können, um uns selber zu unterstützen. Auf jeden Fall immer dich selber verwöhnen. Immer genug Sport oder Bewegung, das wäre gut. Ja, meine Lieben, wenn du jetzt zu mir kommen willst und weißt nicht wie, im unteren Bereich haben wir das Laufband, da sind unsere Mitmachregeln.
Im oberen haben wir kein Laufband, aber ein Band, auf dem steht, was ich hier jetzt gerade mache und anbiete. Und da wir in der Wunschrunde sind, machen wir natürlich nicht nur deine Spiritualität, wenn du wissen willst, oh, was habe ich denn oder was ist denn oder so, sondern du kannst auch fragen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um Punkt, 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 wen habe ich hier in der Leitung? Hallo, was mache ich? Ja, hab ich mir doch gedacht. Du bist mir ganz ehrlich gesagt, ja, was mir reinfliegt, ja, fang an, das habe ich sofort auch drin gehabt. Bleib nicht so stehen und überdenk nicht alle Wenns und Abers, sondern marschier los. In dir sind so viele angespannte Federn, die raus wollen. Guck mal, hier liegt gleich Entscheidungen, die für dich ganz wichtig sind, wo du immer dies sagst und das sagst. Ist es richtig? Ist es falsch? Soll ich das? Darf ich das? Fang an mit kleinen Schritten. Du kannst gar nichts falsch machen. Wenn du merkst, nö, das ist nicht stimmig, dann gehst du einen anderen Weg. Ne? Das ist bei dir gut. Weil du liegst hier im Wachstum, du bist körperlich so angespannt, bade öfter mal in Salzwasser, du wirst geführt über deine Träume selber, könntest du auch ganz gut mit bunten Karten arbeiten oder überhaupt mit welchen, jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, aber es liegt hier ganz klar drin, aber bitte nicht für dich, dafür bist du viel zu angespannt, da siehst du nichts, ne? Und geh weg von Kummer, Sorgen und Gedanken, wenn du noch mehr anfängst, dich lieb zu haben, dann gehen diese ganzen Hindernisse aus deinem Leben raus und du kriegst auch wirklich richtige Freunde, ja, und richtige Menschen an die Seite gestellt, wo du nicht nur immer geben, 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 ne, bist, am Geben bist, sondern wirklich, wo du auch mal deine Energien für dich behältst, okay? Alles Liebe dir! Bis dahin, ich schick dir, glaube ich, noch mal ein bisschen Lebendigkeit, ne? Ja, ist gut. Tschüss, du, tschüss. Oh, da ist so viel Freches in dir. Lass das doch mal raus. Du kannst doch auch mal so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Herz so. Da ist so viel Schmackes, was du nicht mehr lebst. Ich hoffe, du hast noch zugeguckt. Ja, alles, was ich reinkriege, gebe ich natürlich weiter. Ich bin hier mit ganz vielen Kartendecks angereist. Und wir sind jetzt in der Wunschrunde anonym. Im oberen Bereich ist das angezeigt, was ich mache. Ja, hast du nicht den Eindruck? Nee, ich dachte gerade, du denkst irgendwie, ich habe Kopfschmerzen oder so. Nein, habe ich nicht. Nee. Ja. Ja, daran denke ich gar nicht. Wenn ich hier bin irgendwie, dann bin ich so und gucke manchmal auf die Uhr und dann denke ich so, oh, was denn jetzt? Und Mensch und überhaupt. Ja, meine Lieben, ich sehe gerade, ich muss nachher zum Abend, das Licht hat hier gewechselt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das vorher war. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen das Allerbeste. Und damit ihr das Allerbeste habt, gebe ich euch Hinweise. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wenn das keinen Sinn und keinen Zweck hat. Das ist wirklich, ich weiß, dass das richtig wehtun kann. Und das ist aber auch wichtig, wirklich die Tränen rauszulassen, die Wut rauszulassen, egal welches Thema das ist, innerhalb der Familie, mit den eigenen Kindern, in der Partnerschaft oder mit dem Partner, mit dem man nicht zusammen ist, der schon seit 8 Jahren sowieso in einer Partnerschaft ist und ihr immer meint, wenn ihr das so macht oder so, dann wird das noch was. Auch da sage ich dann, du, der nutzt sich ganz schön aus. Der ruht sich aus darauf, dass der deine tollen Energien kriegt. Und mehr möchte er im Grunde genommen gar nicht. Und das tut erstmal weh, das einzusehen, klaren Blick für die Dinge zu haben. Aber du kannst es dann verändern. Du kannst dein Leben schön machen. Du kannst andere Wege, andere Entscheidungen gehen. Und auch dein Chef, der cholerisch ist, hatte früher auch mehrfach cholerische Chefs. Da ist es aber auch so bei mir, dass dann irgendwann die Schranke runtergeht und ich aufstehe und sage, das höre ich mir nicht länger an und die Tür wirklich so dermaßen zuknallt, dass sie fast aus dem Rahmen fällt und das ganze Vorzimmer schockiert ist. Das geht einfach nicht und man muss einfach auch Grenzen setzen und selbst wenn das, mir ist es dann auch egal, ob ich eine Kündigung kriege oder nicht, dann gibt das andere Wege. Aber bei mir war es wirklich immer so, dass der Chef dann wirklich hinter mir herkam, das ganze Vorzimmer so, oh, Katrin! Und ich sagte, das Maß ist voll. Und die dann dem Chef hinterher guckten und der wirklich zu mir kam und gesagt hat, tut mir leid, ich habe da gerade selber und überhaupt. Und ich sage, ja, will ich aber nicht nochmal. Und wenn das nochmal ist, dann
ist hier auch Feierabend. Das ist wichtig. Und das muss einem auch egal sein, ob man dann gegangen wird oder selber geht. Und wenn du sagst, ja, ich brauche das Geld unbedingt, kann ich alles verstehen. Dann halt aber Ausschau nach einer neuen Arbeit, weil sonst hast du letztendlich keine Kraft mehr, dir eine neue Arbeit zu suchen, wenn du diesen Weg immer weitergehst. Genauso in einer Partnerschaft, wo der Partner ganz fies und gemein ist. Und sagt, ja, du hast ja die Schuld, wenn ich dieses, das oder jenes mache. Ja, der kann sich auch selber entscheiden, dieses, das oder jenes zu machen. Dafür bist du nicht verantwortlich. Aber du bist verantwortlich für dich. Und da gebe ich dir gerne ein paar Zeichen und ein paar klare Antworten auch, dass du da weitergehen kannst. Das ist mir ganz doll wichtig. Ja, diese cholerischen Chefs, unglaublich. Aber es gibt natürlich auch total nette Chefs und klar, das ist, dann hast du ein anderes Thema zum Beispiel. Nicht vielleicht Abgrenzung, vielleicht möchte das Leben, dass du in diesem Leben wirklich ganz viel Freude bringst für dich selber oder für andere. Oder dass du mit Kindern arbeitest oder wirklich mit traumatisierten Menschen oder wie auch immer. Das können wir alles gucken, das sehen wir auch an der Spiritualität. Und manchmal ist es auch so, dass noch gar nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ich weiß, vor über 20 Jahren hat mal jemand zu mir gesagt, du wirst mal mit Kindern arbeiten. Und ich habe gedacht, die hat ja einen Sockenschuss, ich und Kinder. Ich war an Grafik interessiert, an Form und Farbe und allem Möglichen. Also ich denke nicht, dass ich oberflächlich war, aber Kinder, ich und Kinder, never. Und dann ging das so los, dass ich das spannend fand und immer spannender. Und ich habe in verschiedenen Bereichen jetzt auch schon gearbeitet, aber ich denke, der Weg kristallisiert sich heraus. Aber in allen Bereichen, wenn wir nicht anfangen zu gehen, kann sich auch nichts herauskristallisieren, denn da kommt keiner, der uns vielleicht mal wirklich, einer von 1000, 10.000, der sagt, du hast, du kannst, du bist, mach das doch mal. Kann passieren. Aber in den meisten Fällen, wenn du dich bewegst und eine Anzeige siehst und sagst, habe ich die Ausbildung nicht für, aber ich versuche mal irgendwie quer und so weiter. Mach es, wo dein Herz schreit, das ist mein Weg, das will ich, das mache ich, das kann ich. Da gehen Türen auf. Und man hat selbst zu mir gesagt, du machst das besser als mancher, der das studiert hat. Du weißt genau, was wichtig ist bei Kindern, für Kinder, auch für Pubertierende oder gerade für Pubertierende. Das sind auch oft Menschen, die eine ganz hässliche Kindheit selber hatten oder nicht gefördert, gefordert worden sind, die da einsteigen. Einfach machen. Mensch, ich sehe gerade, ich glaube, meine Lieben, letzte Beratung. Ich höre schon, vielleicht wartest du gerade da drauf und hoffst XXL ausnahmsweise. Ich nehme dich mit in meine Pause. Ich bin heute Abend wieder da von 20 Uhr bis 21 Uhr. Ich glaube, da findet ein Fußballspiel statt. Aber für die, die nicht vorm Fernseher sitzen und sich das anschauen, bin ich dann da. Und auch da freue ich mich natürlich ganz doll auf dich. Ja, willkommen zu mir in die Wunschrunde anonym XXL. Kein Problem, wir gucken da rein. Dann kriegst du vielleicht noch eine Energiebeschallung. Ja. Und ich weiß gar nicht, wer übernimmt denn danach? Es kann sein, dass eine Sendung ist. Naja, gut, vielleicht wird das gleich noch eingeblendet. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe das Programm nicht im Kopf, meine Lieben. Auf wer nach mir kommt, ob Ursula kommt. Die vor mir dran war, Ursula Heimann, die übernimmt dann wieder das Kommando hier mit ihren Energien. Und ich glaube, da ging das auch um, ach, der Begriff fällt mir jetzt nicht ein. Aber da habe ich meinen Berater, meine Beratung. Wen darf ich hier begrüßen? Einen wunderschönen Nachmittag. Hallo, du Liebe, du bist... Ja, einen Moment, ich verabschiede mich von den anderen und dann komme ich zu dir, ne? Liebe Zuschauer, alles Gute bis heute Abend, vielleicht 20 Uhr. Eure Katrin Mücke aus Hamburg. Bis später, tschüss. Ja, das...